Kai Smits ist wieder da. Das war die schönste Nachricht des vergangenen Wochenendes. Und damit starten wir in die Handball-News an diesem Dienstag. Die SG Flensburg-Handewitt hat die European League gewonnen, hat am Wochenende die EHF Finals für sich entscheiden können. Und mittendrin war wieder Kai Smits. Der Niederländer hatte ja seit Dezember pausieren müssen aufgrund einer Herzmuskelentzündung und feierte an diesem Wochenende sein Comeback. Ich hatte eigentlich im Dezember, Anfang Januar die ganze Saison schon abgeschrieben und nicht erwartet, dass ich spielen sollte. Einfach gehofft, dass alles in den richtigen Weg gegangen ist und dass ich erstmal gesund wäre. Und danach kommt natürlich Handball. Also dass ich noch geschafft habe zu spielen, das ist schon schön. Und dann so ein Wochenende zu haben mit der Mannschaft und noch einen Titel zu holen diese Saison, das ist perfekt. Besser kann man fast nicht schreiben. 169 Tage Handball-Zwangspause sind vorbei und egal mit wem man es hält, das ist einfach eine tolle Nachricht. Steffen Weinhold verlässt den THW Kiel. Das hat der Verein heute mitgeteilt. Nach insgesamt 10 Jahren ist Schluss für den Linkshänder beim deutschen Rekordmeister. 2014 war er ja von der SG Flensburg-Handewitt zum Nordrivalen gewechselt. Und dann begann eine Ära mit zahlreichen Titeln. Deswegen soll sein Trikot auch einen Platz unter der Hallendecke bekommen, aber morgen noch nicht. Der Verein möchte die Verabschiedung in einem anderen Rahmen noch einmal durchführen. Und dann zieht es ihn in Richtung Süden. Das hat er den Kieler Nachrichten verraten. Mit seiner Familie möchte er zurück. In Fürth ist er ja geboren, auch handballerisch ging in Mittelfranken einst alles los. Also nicht nur eine Ära endet in diesem Sommer, denn auch Niklas Ekberg wird den Verein ja verlassen und nun also auch Steffen Weinhold. Jens Fortmann hört auf. Mit 36 macht der Torwart des Handballsportverein Hamburg in diesem Sommer Schluss. Das ist seit gestern klar. Der Torhüter, der weit über 500 Bundesligaspiele absolviert hat, war ja in Leipzig, hat das Tor von Berlin und Minden gehütet, um nur mal ein paar Stationen zu nennen. Ist dann 2021 nach Hamburg zurückgekehrt, wo er ja früher schon für den HSV spielte. Und mit dem Handballsportverein Hamburg stieg er dann in die Bundesliga auf. In diesem Sommer wird Schluss sein. Und auch dieser Mann macht Schluss. Felix Danner beendet seine Karriere. Das hat der Kreisläufer des HBW Balingen-Wallstätten gestern bekannt gegeben. Für mich war es wichtig, die Entscheidung selbst zu treffen und auch konkurrenzfähig zu sein. Gott sei Dank bin ich von größeren Verletzungen verschont geblieben, sodass ich weiterhin Sport betreiben kann. Es war eine lange Reise mit ganz vielen Weggefährten, die mich begleitet haben. Und dafür danke ich auch. Es war eine tolle Zeit. Tolles Erlebnis und Handball ist einfach nur geil. Mein Fokus verschiebt sich in Richtung Familie und ich versuche im Beruf Fuß zu fassen. Damit endet eine lange Laufbahn. Allein von 2009 bis 2021 beispielsweise war er ja bei der MT Melsungen, wurde da schon Bürgermeister von Melsungen genannt, weil er so lange da war. Nun wird im Sommer also Schluss sein mit noch 38, im Juli wird er 39 Jahre alt. Und noch ein Abschied steht bevor, der von Tobias Reichmann bei den Rhein-Neckar-Löwen. Mit ihm wird nämlich nicht verlängert, das hat der Verein heute mitgeteilt. Reichmann, der ja erst im Laufe dieser Saison zu den Löwen kam, in der Winterpause sofort sportlich einschlug. Gestern ist er 36 Jahre alt geworden und hat auch noch lange nicht genug. Das hat er uns schon Sonntag verraten, am Rande der ERF Finals. Also ich habe seit Januar wieder Blut geleckt, bin fit und würde natürlich gerne weiterspielen. Aber bei den Löwen wird es wahrscheinlich nicht weitergehen. Und aber ich will natürlich, würde ich sehr gerne weiterspielen. Ich werde jetzt die letzten zwei Spiele noch genießen, zu Hause und auswärts und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war am Sonntag. Mittlerweile herrscht nun, was die Löwen anbelangt, Klarheit. Reichmann möchte also gerne weitermachen. Der Verein hätte übrigens auch gerne mit Reichmann verlängert, so heißt es in der Mitteilung. Aber mit Blick auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei das in der aktuellen Situation für die Löwen nicht möglich.